Hi zusammen, ich bin Rolf von Kreativbüro und heute werden wir mal wieder ein turboschnelles Tutorial machen, so 5 Minuten, und zwar ein Zimmer, Fenster mit Licht fluten. Das ist vorher, das ist hinterher. Das geht easy und ganz schnell. Ich zeige euch das jetzt mal. Wir löschen die beiden. Das ist die Originaldatei. Die kopieren wir uns einmal. Untere Ebene aus. Jetzt erstellen wir uns eine neue leere Ebene auf OK. Wir nehmen unser Lasso-Tool und markieren uns den Fenster-Innenausschnitt, füllen diesen mit Weiß oder machen wir was anderes, nehmen wir mal kurz hier. Füllen diesen mit einer Farbe, die suchen wir uns jetzt hier mal raus. Nehmen wir dieses gelbliche. Hier, dieses gelbliche. Ihr seht hier. Gehen wieder auf unsere Ebene mit der Auswahl. Füllen dieses. Auswahl. Invertieren. Dann nehmen wir unseren Fülleimer. Stellen hier wieder auf Schwarz-Weiß. Füllen den Außenbereich. Auswahl nichts. Nun gehen wir auf Filter, Weichzeichnen, Bewegungsunschärfe Radial, den gibt es auch in 2.8. Ich muss nachher mal gucken, wo, zurücksetzen. So sieht er dann original aus. Hier könnt ihr dann verstellen, in welche Richtung es kommen soll, welche Höhe und die Länge. Und ihr seht, geht ganz schnell. Auch hier unten schön die Kante mit drin. Ich gehe sogar jetzt noch ein bisschen weiter wieder zurück. So. Ihr könnt hier natürlich spielen, so wie ihr möchtet. Nochmal zurücksetzen. Hier rüber. Hier runter. Hier machen wir noch die Stärke. Bestätige mit OK. Und jetzt kommt Trick 17. Wir bleiben auf dieser oberen Ebene. Gehen auf Farben, Farben nach Alpha. Nehmen das Schwarz. Bestätige mit auf OK. Nun haben wir hier noch unschöne Kanten drin. Wir gehen wieder auf Filter, Weichzeichnen, Gaußscher Weichzeichner. Zurücksetzen, so ist der Original. Wir gehen richtig schön hoch, wie es euch gefällt. Bestätige mit OK. Nun haben wir das große Problem. Er scheint über komplett das Ganze hier. Also legen wir auf die obere Ebene. Rechtsklick Ebenenmaske hinzufügen. Weiß volle Deckkraft. Gehen auf unsere Füllwerkzeug. Und machen das nach hinten her ein bisschen weniger, dass es schön ausläuft. Bestätige mit Enter. Nehme die Deckkraft noch ein bisschen runter. Und wir haben eigentlich ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Schnell und einfach nachzumachen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt mir den Daumen hoch. Bis dahin. Tschüssi. Bye bye. Euer Rolf.